Ja, ich möchte euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus begrüßen. Und ich möchte, bevor ich beginne, noch was ergänzen. Zu dem, was im Programm steht, kommt noch etwas hinzu. Es geht bei der Predigt auch noch um die Liebe. Was gibt Schöneres? Das wollte ich nur ergänzen. Ja, bevor ich beginne, möchte ich Matthäus 22, Vers 34 bis 40 lesen. Die Frage nach dem höchsten Gebot. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, wir leben heute in einer Zeit, wo man überall hin kommunizieren kann. Ich bin da nicht so ein Fachmann, aber man kann nach Amerika telefonieren. Man sieht sich, glaube ich, noch dabei. Ja, überall sind wir präsent, überall sind wir mobil erreichbar. Bloß bei der ganzen Sache gibt es etwas ganz Merkwürdiges. Die höchste Sterberate bei Selbstmord ist Selbstmord aus Einsamkeit. Einsamkeit und mangelnder Liebe und Zuwendung. 70% der Menschen über 60 antworten auf die Frage, was das größte Problem für sie ist. Ihr ahnt es schon, Einsamkeit. Man hat einen Versuch unternommen, den kann ich zwar nicht gutheißen, ich finde den nicht gut, aber der ist nun mal da und da verwende ich ihn mal. Man hat einen Versuch gemacht mit 5000 Neugeborenen. Diese Neugeborenen wurden versorgt, trocken gemacht, gewickelt, alles, was nötig war. Man durfte nur nicht mit ihnen sprechen. Kein einziges Wort. Ein halbes Jahr lang ging das. Weiß einer, was mit diesen Säuglingen passiert ist? Weiß das einer? Sind alle verstorben. Alle. Ohne Ausnahme. Was sagt uns das? Das sagt uns, wie wichtig das ist, dass wir uns nicht nur versorgen mit Geld, ja, hier, da, sondern dass wir uns auch zuwenden einander und einander lieben. Ich möchte lesen 1. Korinther 13, 1 bis 7 und Vers 13. 1. Korinther 13, 1 bis 7 und Vers 13. Das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläst sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich habe in einem Altersheim gearbeitet, als Alltagsbegleiter. Und dort haben die Menschen
wenn Frühstück war zum Beispiel, dann wurde immer so getuschelt, ja, ach, guck mal, da kommt schon wieder der Meier. Ja, wenn ich den Meier schon reinkommen sehe, dann ist für mich der ganze Tag schon gelaufen. Wäre doch schön, wenn der gar nicht käme. Und so ging das schon los. Da wird nichts draus mit Zuwendung und Liebe. Besser wäre es, wenn ich sagen würde, schön, Herr Meier, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schön, dass es Sie gibt. Haben Sie Sorgen? Vielleicht können wir dann uns austauschen und uns darüber unterhalten. Das wäre der bessere Weg. Aber das ist nicht immer so einfach mit der Liebe. Wir Menschen, ich höre auch dazu, wir sind alle schwach. Das Fleisch kommt durch. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Nächsten so zu lieben wie mich selbst, dann haben wir einen himmlischen Vater im Himmel, den wir darum bitten können, dem wir sagen können, Vater, ich bin nicht in der Lage, meinem Nächsten so entgegenzukommen, wie du dir das wünschst. Und da dieses Gebet im Namen unseres Herrn ist, dann wird er es tun, dann wird er uns dazu ausrüsten, dass wir dazu in der Lage sind, unseren Nächsten so zu lieben, wie es sich gehört. Es war mal eine Schulklasse und eine Schule, da ging es drunter und drüber. Kein Lehrer hielt es dort lange aus, die haben alle gekündigt. Man hielt das da einfach nicht aus, lauter Rabauken. Aber eines Tages jedoch kam ein Lehrer an die Schule, der aus einem anderen Holz geschnitzt war. Er erklärte den Schülern, dies sei ihre Schule und sie könnten die Schulordnung aufstellen. Das taten sie denn auch. Stehlen, Betrügen, Prügeleien und so weiter waren verboten. Schließlich standen 10 Hauptpunkte auf der Tafel. Dann setzten sie die Strafen für das Übertreten der Regeln fest. 10 Hiebe mit einer Weidenrute auf den nackten Rücken. Das Schuljahr wurde von jetzt an ein voller Erfolg. In 3 Monaten hatten die Schüler mehr gelernt als in 3 Jahren vorher. Dann aber stahl jemand ein Pausenpaket. Wer war es? Der Schuldige solle sich melden und seine Strafe empfangen. Nach einer langen, langen Pause trat der kleinste Junge der Schule hervor. Er bat, man möchte ihn doch die Jacke anbehalten lassen. Ausziehen. Als er die Jacke auszog, sahen alle, dass er nicht einmal ein Hemd besaß. So arm war dieser Junge. Er war ein dünner, zitternder, armseliger, kleiner Dieb. Sollte man ihn deswegen nicht bestrafen, nur weil er arm war? Doch, er musste trotzdem bestraft werden. Sonst würde die ganze Ordnung zusammenbrechen. Holt die Ruten und kurz bevor die ersten Hiebe fielen, kam der größte Lümmel der Schule nach vorne, zog sein Hemd aus und sagte, kann ich seine Hiebe bekommen? Der kleine zitternde Dieb erhob keinen Einwand. Nun bekam der Stellvertreter die volle Härte des Gesetzes zu spüren. Der Schuldige ging frei aus. Das ist eine einfache Geschichte, aber sie verdeutlicht, was Gott für eine sündige Menschheit getan hat. Gott sandte seinen eigenen Sohn Jesus Christus, der an einem römischen Kreuz starb. Gottes Gerechtigkeit war Genüge getan. Von da an konnte Gott Sünde vergeben. Die letzten Worte Jesu am Kreuz waren, es ist vollbracht. Er hatte für die Sünden aller Menschen zu allen Zeiten bezahlt. Der Mensch konnte errettet werden. Gott war mit den Menschen völlig versöhnt. Aber was war mit den Menschen? Wenn es zu einer Wiederversöhnung kommen soll, dann muss auch der Mensch seine Haltung ändern. Was ist denn mit meinem Unabhängigkeitsstreben?
Meine Sünden als solche sind schon schlimm genug. Aber noch schlimmer als sie ist die Rebellion, die sie verdeutlichen. Es genügt also nicht eine Art Automatik, dass Jesus für meine Sünden starb, einfach so. Sein Tod wird mir erst dann etwas nützen, wenn ich auch darauf richtig reagiere. Ich muss meinen Sünden gegenüber, die Jesus ans Kreuz brachten, eine völlig neue Haltung einnehmen. Diese neue Haltung heißt Reue. Ehe der große Bursche die Schläge anstelle des kleinen Jungen auf sich nehmen konnte, fragte der Lehrer den Übeltäter nach seiner Einstellung zu seinem Diebstahl. Wenn es ihm wirklich leid tat, aber nur wirklich leid tat, und er den großen Jungen als Stellvertreter akzeptierte, konnte ihm vergeben werden. Er würde ohne Strafe wieder in Gnaden aufgenommen werden. Christus starb für uns an unserer Stelle. Er wurde bestraft, damit wir begnadigt werden können. Nur weil Christus für uns starb und weil wir seinen Tod für uns in Anspruch genommen haben, kann er jetzt in uns leben. Unsere Sünden mussten gesühnt werden, bevor wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben konnten. In Jesaja 59, Vers 2 lesen wir: Eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden. Zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Erst die kombinierte Durchschlagskraft von Christi Tod und der Reue des Sünders zerstören die Mauer der Sünde, die uns von Gott getrennt hat. Jetzt kann Gott in uns leben. Wir dürfen die Freundschaft, nach der unser Geist sich sehnte, erfahren. Wenn wir Christus aufnehmen und sein vollbrachtes Erlösungswerk akzeptieren, dann ist uns das Wohlwollen unseres himmlischen Vaters sicher. Vor vielen Jahren hatte ein steinreicher Mann einen Sohn. Kurz nach der Geburt des Jungen starb seine Frau. Der reiche Mann wollte nicht wieder heiraten und stellte deshalb ein Kindermädchen an, das sich um den Buben kümmern sollte. Der Junge und seine Ersatzmutter liebten sich sehr. Als der junge Mann 21 wurde, starb auch er. Bald folgte ihm der Vater mit gebrochenem Herzen nach. Weil kein Testament gefunden wurde, versteigerte man das Erbe. Auch die alternde Kinderfrau nahm an der Versteigerung teil. Sie war nur aus einem einzigen Grund da. Sie wollte das Bild ihres Schützlings kaufen, das in der Eingangshalle hing. Dieses Bild war überhaupt nichts wert. Bei uns in Niedersachsen sagt man Krickel-Krackel. Also überhaupt nicht, gar nichts, ne? Niemand sonst wollte das Bild und sie bekam es für ein paar Groschen. Sie nahm es heim und säuberte das Glas. Als sie damit fast fertig war, fiel ein Stück Papier zu Boden. Es war das vermisste Testament des reichen Mannes, das hinten im Bild gesteckt hatte. Hierin vermachte der Mann alles demjenigen, der seinen Sohn genug liebte, um das Bild zu kaufen. Kein Bild ist vollkommen, aber etwas ist gewiss. Gott will, dass wir seinen Sohn lieben und aufnehmen. Jedem, der das tut, dem macht er seinen Reichtum zugänglich. Aber nur dem. Offenbarung 30, Vers 20 zeigt uns, Jesus, der vor unserem Herzen wartet, um eingelassen zu werden. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm einnehmen und er mit mir.
Das ganze Weltall hat eine Entfernung, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das sprengt meine Vorstellungskraft von der Entfernung her. Aber wisst ihr, was die wichtigste und entscheidendste Frage ist und welche Entfernung? Das sind 30 bis 40 Zentimeter. Und das ist genau die Entfernung vom Kopf bis ins Herz. Und genau da muss Jesus rein. Nicht in den Kopf, ins Herz muss er rein. Sündenvergebung und das Hereinlassen Christi in unser Leben ist Wiedergeburt. Lassen wir Jesus in unser Herz hinein? Ja, dann wird oft von vielen die Frage gestellt, woher weiß ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Woher weiß ich das? Für den Scheinchristen ist das Leben mit Christus wie eine scheußliche Medizin. Unangenehm, aber es muss sein. Er liest die Bibel, weil er es sollte und nicht, weil er die Gegenwart Gottes spürt und Nahrung bekommt. Nachdem er seine Pflicht getan hat, befasst er sich schnell mit Dingen, die ihn wirklich interessieren. Beten und die Gemeinschaft mit anderen Christen sind eine Prüfung für ihn. Ich war einmal in einer Kirche, wo der Gesichtsausdruck der Leute den Eindruck erweckte, die gingen alle zum Zahnarzt. Und als sie wieder rauskamen, sah man, dass er noch unwahrscheinlich gebohrt haben muss. Der wahrhaft Gläubige aber hat Freude daran. Er betet, weil er will, liest die Bibel, weil es ihn erhebt und sucht die Gemeinschaft, weil es ihm Freude macht. Für den Scheinchristen ist Gott nur der große Polizist im Himmel. Ständig fürchtet er Polizeiterror. Er tut, was er muss und nicht, was er tun will. Er möchte die Gesetze erfüllen, aber er liebt das Gesetz Gottes nicht. Er versucht nur der Strafe für Sünde zu entgehen. Insgeheim liebt er die Sünde, aber sein elendes Gewissen verbietet sie ihm. Mark Twain jammerte einmal darüber, dass sein Gewissen mehr Platz in seinem Körper beanspruche als jedes andere Organ. Der wahre Heilige zieht aber Gehorsam dem Ungehorsam vor, denn sein Herz ist verändert worden. Er will nach Gottes Wohlgefallen leben und handeln. Und weil dies das einzigste Verlangen seines umgewandelten Herzens ist, kann er nämlich im Grunde genau das tun, was er gerne tut, weil sein Herz sich verändert hat. Ja, sie können tatsächlich tun, was ihnen Spaß macht, weil es ihnen als wahren Christen Freude bereitet, den Willen Gottes zu erfüllen. Gott wohnt in ihnen und er wirkt in ihnen das Wollen und auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Kehren wir zum Scheinchristen zurück. Er fürchtet die Strafe mehr als die Sünde. Tatsächlich sündigt er weiter, weil er die Sünde nämlich gar nicht hasst, sondern nur die Strafe. Nur die Angst vor den Konsequenzen hält ihn vor den ihm wirklich Spaß machenden Sünden ab. Er hört gerne, und das ist seine Vorliebe, Predigten über die Gewissheit der Gläubigen und die große, unendliche Geduld Gottes. Sie geben ihm Auftrieb und Hoffnung. Doch leider, diese Sicherheit, von der die Bibel spricht, die gilt gar nicht für ihn, weil er nämlich nicht in Christo ist. Sündigen ist für ihn nichts Weltbewegendes, denn er ist überzeugt, dass ihm sowieso alles wieder vergeben wird. Sogar dann, wenn er die Sünde vorher richtig gehen plant. Ich war in einer Landeskirche mal in einer Predigt. Da hat der Pfarrer gesagt, liebe Gemeinde, das Jahr ist um. Macht euch keine Sorgen. Nächstes Jahr werden wir wieder sündigen, große Böcke schießen, kleine Böcke schießen. Aber das ist doch alles gar nicht so tragisch. Denn wir haben da oben einen ganz lieben Papi. Der richtet das, der macht das. Dieser Geist herrscht dort.
Es ging einmal eine Frau in eine feine Gemeinde, deren junger Prediger Frau und Kinder verlassen hat, um mit einer anderen Frau zu leben. Die Ältesten gingen zu ihm, um ihn zu ermahnen und wieder zurechtzubringen. Was wirst du tun, wenn du in dieser Sünde weiter verharrst? Fragten sie ihn. Pfah, ist mir doch egal, ich suche mir halt eine andere Gemeinde, wa? Ja, wie kannst du dir eine andere Gemeinde suchen angesichts deines Tuns? Fragten sie ungläubig. Ach, 1. Johannes 1, Vers 9 gab er kühl zurück. Fertig. Solch ein Mann ist ein Scheinchrist, ein falscher Prophet und ein blinder Blindenführer. Ein wahrer Gläubiger hat keine solche Einstellung zur Sünde. Er hasst die Sünde und er lässt sie. Jetzt möchte ich dazu kommen, wie der Herr in der Endzeit noch Menschen errettet. Das alles, was da drin vorkommt, sind persönliche Erlebnisse. Manchmal sind sie sehr schwer für mich, aber es muss sein. Ein Bruder lag in Ravensburg im Krankenhaus. Den wollte ich mit einem anderen Bruder besuchen. Und dann sind wir losgefahren und wir waren noch gar nicht richtig auf der Autobahn. Stau. Dann sage ich, das geht gut los, Willi. Aber in der Beziehung ist mein Bruder Willi immer ein bisschen schneller wie ich. Bin halt ein bisschen langsamer. Der sagt, Fritz, der Herr hat bestimmt irgendwas mit uns vor. Das ist kein Zufall. Da sage ich, in Ordnung. Wenn der Herr was mit uns vorhat, hoffentlich sind wir dem auch gewachsen. Dann hat sich der Stau irgendwann mal aufgelöst und dann kamen wir in Ravensburg an. Aber wir sind gerade am Stadteingang. Na, was war da? Klar, Stau. Der hat sich dann auch wieder aufgelöst und hinterher löst sich das auch auf, warum Stau war. Dann sind wir dann endlich ins Krankenhaus angekommen, haben unseren Bruder besucht, sind mit ihm noch Kaffee trinken gegangen und dann hat er gesagt, ich komme mit noch runter in die Eingangshalle und da können wir uns dann verabschieden. Wer das Ravensburger Krankenhaus nicht kennt, dem möchte ich sagen, wenn Sie dort in die Eingangshalle kommen, die ist riesengroß, da gibt es sogar kleine Geschäfte, da wuselt es von Menschen wie im Ameisenhaufen. Da ist richtig was los. Ja, dann standen wir da und dann fiel mir ein Mann auf mit einem Bademantel und drunter eine Schlafanzughose. Ist eigentlich im Krankenhaus nichts Ungewöhnliches. Dieser Mann zog Kreise um uns herum immer enger. Bis er plötzlich richtig so vor mir stand. Ja, da ist mir schon ein bisschen Angst geworden. Ich habe gedacht, was will der, ne? Heutzutage passiert ja so viel. Dann sagt er zu mir, ja, du bist doch Christ. Dann habe ich gesagt, woher weißt du das? Da sagt er, ja, ich saß im Café hinter euch. Ihr konntet mich nicht sehen. Und da habe ich dann in den Gesprächen gehört, dass ihr Christen seid. Da habe ich gesagt, ja, ist so. Da sagte er, ja, ich bin jetzt 30 Jahre Buddhist und ich habe erfahren, dass ich höchstens noch 3 Monate zu leben habe, maximal 4. Und jetzt ist mir eingefallen, dass das, was dieser Buddhismus von mir verlangt, das kann ich gar nicht erfüllen. Kalte Höllen, heiße Höllen, ich kenne mich da nicht so aus und alles, was es da gibt, das ist ja überhaupt nicht möglich und eine Erlösung gibt es auch nicht. Und du musst mir jetzt helfen. Ich habe schon in viele Augen geschaut, aber in so verzweifelte Augen wie bei diesem Buddhisten habe ich eigentlich noch nie geguckt. Dieser Mann war völlig fertig. Dann habe ich zu ihm gesagt, ist in Ordnung, dann gehen wir auf dein Zimmer und dann können wir uns unterhalten. Nein, das ist ganz weit und vielleicht falle ich ja vorher schon tot um. Hier, jetzt, hilf mir, hier und jetzt. Jetzt machen Sie mal. Das ist gar nicht so einfach.
Ja. Dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe mit ihm laut gebetet. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Und dann wurde er ruhiger. Jetzt stellt euch aber mal vor, ne, das Gewusel da in der Halle. Ne, die haben das alle mitgekriegt. Ne, da blieben immer mehr Leute stehen. Ne. Ja, und dann ist das gar nicht so einfach. Aber jetzt kommt das Entscheidende. 30 Jahre hat dieser Mann unseren himmlischen Vater verhöhnt und verspottet. Und was macht unser liebender Vater? Er schenkt diesem Mann, wie dem Schächer am Kreuz, nochmal eine Möglichkeit umzukehren, bevor er sterben muss. Was haben wir doch für einen liebenden Gott, der diesem Mann diese Chance gibt. Das müssen Sie mal erleben. Das ist nicht toll, was ich da gemacht habe. Ich bin so dankbar, dass ich sowas überhaupt erleben darf. Und dann sind wir aufs Zimmer gegangen, ich habe ihm eine Gideon-Bibel geschenkt. Und dann habe ich ihm noch ein paar Sachen erklärt. Dann haben wir noch ein paar Mal miteinander telefoniert. Und er hat gesagt, das ist so schön, was alles dort in dieser Bibel steht, bei deinem Gott. Und dann ist er verstorben. Bekehrt hat er sich bei mir nicht oder miteinander nicht. Ich weiß also nicht, was aus diesem Buddhisten, nenne ich ihn mal, geworden ist. Aber eins weiß ich sicher, Gott hat ihm Gnade geschenkt, dass er dies erleben durfte. Und deswegen auch der Stau. Wir mussten ja sekundengenau aufeinandertreffen. Und das liegt jetzt in Gottes Hand und auf jeden Fall habe ich ihm erklärt, wie der Weg ist. Und vielleicht hat Gott ihm dort Gnade geschenkt, dass er noch errettet wurde. Aber solch einen liebenden Gott haben wir. Ein Gideon-Bruder hat gesagt, er hat einen langjährigen Freund, mit dem hat er schon studiert. Und der liegt ihm sehr am Herzen und der ist schwer alkoholabhängig. Ob ich mich nicht um ihn kümmern könnte, weil ich ja trockener Alkoholiker bin und mich ja mit Alkoholismus auskenne. Da habe ich gesagt, ist in Ordnung, ich kümmere mich um den Klaus. Hier sind drei Personen, die den Klaus kennen, aber nachher dazu mehr. Dann habe ich mich diesem Klaus angenommen, dann haben wir uns miteinander unterhalten und dann habe ich ihm aber ganz vorsichtig gesagt, du Klaus, ich bin Christ. Du wirst damit leben müssen, dass ich davon immer in deiner Gegenwart anfange und dir auch Bibelverse vorlese. Das muss ich eigentlich machen, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Gut, das habe ich dann auch gemacht. Und dieser Klaus hat schon eine Operation hinter sich, Gehirntumor, großen, rausgemacht. Und jetzt natürlich noch dieser entsetzliche Alkoholismus dazu. Das war also nur noch ein Wrack. Ja, dann habe ich viel mit ihm gebetet, wir haben uns viel unterhalten, viel in der Bibel gelesen. Der Klaus wurde erstmal trocken. Er lief aber durch seinen Gehirntumor immer trotzdem noch wie betrunken in der Gegend rum. Das lag einfach an seinem Gehirntumor. Ja, und so hat er unseren Herrn immer mehr Stück für Stück kennengelernt. Nur jetzt musste Klaus wieder ins Krankenhaus, nach Freiburg, wieder ein Gehirntumor. Dann musste er nach etwas längerer Zeit wieder ins Krankenhaus, wieder Gehirntumor und Metastasen haben ihn im ganzen Körper gestreut. Ja, dann kam er wieder raus, dann hat er noch ein bisschen Zeit gehabt und dann kam er ins Barklinikum nach Villingen, direkt vor meiner Haustür. Da hatte ich es dann immer leichter, dann brauchte ich nicht so weit fahren wie nach Tübingen, Freiburg und so weiter. Und dieser Klaus hat sich dann in dem Barklinikum bekehrt. Der Herr hat ihm Gnade geschenkt. Ja, der ganze Körper war voller Metastasen. Dann kam er in Schwenningen ins Hospiz. Wer nicht weiß, was im Hospiz passiert, dort kommen kranke Menschen hin, die im Schnitt maximal 2 bis 4 Monate noch zu leben haben. Das ist sicher, manche sterben auch schon am nächsten Tag.
Ja, und da habe ich dann den Klaus jeden Tag betreut. Und da kam dann noch ein anderer Patient dazu. Die zwei haben sich angefreundet. Und der Klaus und ich haben ihm natürlich auch immer von Jesus erzählt. Ach, und er hat das immer abgelehnt. Und hat immer gesagt, hört mir auf mit diesem Jesus da, mit diesem ganzen Kram. Das ist ja furchtbar. Nun muss man sich vorstellen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, im Hospiz ist nichts unmöglich. Da macht man alles, was geht. Und die zwei haben immer am hinteren Eingang, wo eigentlich die meisten Menschen rein und rausgingen, hat man die mit den Betten nebeneinander rausgeschoben, weil es war Sommer, es war schön warm. Und da standen die zwei immer so mit dem Bett so nebeneinander und ich dann immer mit dem Stuhl dazwischen. Ja, und dieser Robby hieß der, der hat immer, da konnte man machen, was er wollte, der hat also immer nichts wissen wollen. Da hat er gesagt, Fritz, von mir aus lies mir einen Bibelvers vor, wenn du kommst, aber der muss gut sein. Und dann hatte der Klaus eine Idee. Und da hat der Klaus gesagt, Fritz, wie wär's denn, wenn du im Hospiz einen Gottesdienst hältst? Da habe ich gesagt, ja, habe ich kein Problem mit. Aber ob das die Leitung zulässt, Angehöriger einer freien Gemeinde, aber probier's. Ja, ich möchte, dass du einen Gottesdienst hältst. Ich habe ja auch nicht mehr lange. Und da hat der Klaus gefragt, und das ging ohne Probleme, dass ich einen Gottesdienst halten durfte. Dann habe ich Adolf Graul und Felicitas Graul eingeladen, damit der nicht so trocken wird. Dann haben die Musik gemacht und Felicitas hat wie immer schön gesungen. Und dann haben wir diesen Gottesdienst abgehalten. Der Robby, der saß ganz vorne im Rollstuhl während dem Gottesdienst. Dieser widerspenstige Mann. Und als der Gottesdienst zu Ende war, da hat er seine Arme ausgestreckt zu mir, wo ich nach vorne bin, hat mich in den Arm genommen und hat mir einige Dinge gesagt, die nicht hierher gehören. Aber eins darf ich sagen. Er hat bitterlich geweint und geschluchzt und hat gesagt, von diesem Jesus musst du mir jetzt mehr erzählen. Viel mehr. Und das habe ich dann auch gemacht. Inzwischen ist der Klaus verstorben. Das war sehr schwer. Besonders für den Robby, weil die immer nebeneinander standen. Aber mit Gottes Hilfe haben wir beide das geschafft. Robby hat sich auch bekehrt. Das war sehr bewegend. Ja, und dann war ich jeden Tag beim Robby, weil es ging zu Ende. Und da hat der Robby zu mir gesagt, ich bitte dich, du musst mir einen Wunsch erfüllen. Ich möchte, dass du mir einen Wunsch erfüllst. Ich glaube, das war das Schwerste in meinem Leben, was ich je habe machen müssen. Er hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du mich beerdigst. Mit einer Rede, mit allem drum und dran. Es ist schon nicht einfach, einen Menschen zu beerdigen, den man nicht gut kennt. Oder gar nicht. Aber jemanden zu beerdigen, der einem so ans Herz gewachsen ist, das ist eine Aufgabe. Ja, dann war es soweit. Ich habe ihm das versprochen, dass ich das tue. Und ich habe dann auch in der Zeit Seelsorge gemacht für seine Familie. Ja, und dann war es soweit. Dann saßen wir am Bett und Robby war kurz vorm Sterben. Ja, und dann hat er sich plötzlich aufgerichtet und die Augen aufgemacht und gesagt, Fritz, jetzt hast du Pech gehabt. Du hast dich so um mich bemüht. Aber ich sehe jetzt vor dir den Herrn. Und dann ist er verstorben. Das müsst ihr mal erleben. Ja, dann waren die Verwandten da und ich musste Seelsorge machen. Und ich hätte auch einen gebraucht, der mich in den Arm nimmt. Aber Gott vermag alles, er ist in den Schwachen stark. Das war schon ein Erlebnis. Und dass ich das erleben darf, ich spiele aber gar keine Rolle. Ihm gebührt die Ehre, dass er macht sowas. Ich verbiene ich, er macht das. Aber das erleben zu dürfen, das ist so bewegend. Ja.
Und dann war die Beerdigung und ja, der hat mir dabei geholfen und ja. Zum Schluss möchte ich noch was kurz von mir erzählen. Dort, wo ich herkomme, aus Niedersachsen, in meinem Elternhaus, wo ich geboren bin und 30 Jahre gelebt habe, hatten wir ein eigenes Siedlungshaus mit 1000 Quadratmeter Garten. Und ich war sowas von faul. Ich habe meinem Vater nicht geholfen, ich habe nichts gemacht. Nichts! Mein Vater konnte mich bitten, ich war nicht zu erweichen. Ich habe nichts gemacht. Eines Tages habe ich mir einen Spaten geschnappt und habe angefangen, den Garten umzugraben. Dann habe ich gesehen, so am Küchenfenster hat mein Vater schon die Gardine weggemacht und hat schon geguckt. Der muss sich auch gedacht haben, was ist da passiert. Ja, dann kam er raus. Er hat sich da so vor mich hingestellt und hat so ein paar Minuten dem Treiben dazugeschaut. Und wisst ihr, was dann mein Vater zu mir gesagt hat? Fritz, wann brauchst du denn mein Auto? Der hatte mich durchschaut. Ich habe nur den Garten umgegraben, weil ich sein Auto geliehen haben wollte. Wie schön wäre es aber gewesen, wenn ich zu meinem Vater gesagt hätte, Papa, ich mache das, weil du so viel Arbeit hast, um dir zu helfen, um dich zu entlasten. Noch besser wäre es gewesen, viel besser, wenn ich zu ihm gesagt hätte, Papa, ich mache das, weil ich dich liebe. Das wäre es gewesen. Aber ich war damals ja kein Christ, ich war so ein Spätsünder, ganz spät. Und mein Vater und meine Mutter sind sehr früh verstorben, in der Zeit, wo ich noch nicht bekehrt war. Ich hatte also nie die Möglichkeit, meinem Vater zu sagen, meiner Mutter, dass ich sie liebe. Und darum habe ich eine Bitte an euch. Macht nicht den Fehler wie ich. Macht es gleich. Sagt euer Mann, ich liebe dich. Sagt deiner Frau, ich liebe dich. Auch wenn ihr wie ich 40 Jahre verheiratet seid und meint, ja, jetzt bin ich 40 Jahre verheiratet, die Frau weiß doch sowieso, dass ich sie liebe. Nein, sagt es ihr, bevor es zu spät ist. Sagt es euren Kindern, euren Enkelkindern. Sagt ihnen, dass ihr sie liebt, damit euch nicht das Gleiche passiert wie mir, dass es zu spät ist, dass ihr es nicht mehr könnt. Sagt eurem Nachbar, schön, dass du da bist. Wir sind jetzt ein paar Tage beieinander. Das ist so schön mit dir. Sagt sie ihm, toll, dass du da bist, ich mag dich. Ich bitte euch darum, sagt es, bevor es zu spät ist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, in der Welt wird der Ton und der Wind immer rauer. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen, schenk deine Liebe in unseren Herz, dass wir es auch aufnehmen. Denn jetzt in der Endzeit, die immer weiter voranschreitet, werden wir das nur durchhalten, wenn wir Liebe untereinander haben. Denn wenn wir Liebe untereinander haben, dann können wir zusammen Berge versetzen. Ja, Herr, und dann bitte ich dich auch für die Jugendlichen und für die jungen Menschen in dieser Welt, die mit immer mehr Schmutz und Dreck konfrontiert werden. Sie sind in ihrer Seele noch nicht fertig, Herr. Ich bitte dich darum von ganzem Herzen, schütze sie, bewahre sie vor diesem ganzen Schmutz in dieser Welt. Die Jugendlichen liegen mir besonders am Herzen, Vater. Ich bitte dich, hilf ihnen, hilf uns, Herr. Schenk uns deine Liebe in unser Herz. Amen.